Das Wichtigste für Profisport, Druck, aber nur so viel, dass der Schlauch nicht passt. Da muss ich wohl den Spielern keine Sorgen machen. Hi zusammen zum ersten Talk in the Box hier im 3x3 Kickers Glaspavillon. Heute eingeladen zwei junge Kollegen, einmal Steffen Lieber, der Geschäftsführer von s.Oliver Baskets, und der Daniel Sauer, ebenfalls Geschäftsführer der DJK Rimpar, die Wölfe aus der Nachbarstadt. Ja, wir sind hier. Ich denke, ihr kennt alle das Projekt 3x3. Die Würzburger Kickers wollen in 3 Jahren auch Profis werden. Das sagt man, es ist in der 3. Liga. Was braucht ein Verein, um Profisport zu machen? Also warum sind die Baskets Profis? Woran macht man das fest? Ja, man braucht dann eine ganze Menge. Wir haben ja auch in der Regionalliga damals gestartet und damals war ja unser Ziel 2. Liga. Und ja klar, Nummer 1 ist der sportliche Erfolg, ganz klar. Deshalb bei uns auch klein angefangen mit eigentlich hier den Würzburger Urgestein, den Basketballern, die das dann in der Regionalliga noch selber rocken konnten. Aber wer war dann das? Habe ich selber noch gespielt. Nee, der Christoph Henneberger war ja damals mit dabei. Einfach so ein paar Würzburger, die halt schon in der Jugend ganz gut Basketball gespielt haben und dann in der Regionalliga da auch oben mitspielen konnten. Haben wir dann mit 1, 2 Profis eben ergänzt. Und das war dann auch für die Regionalliga, sage ich mal, dann auch gut genug, um da den nächsten Schritt zu machen. Und dann wird es natürlich mit der höheren Liga immer ein bisschen schwieriger und immer professioneller, immer mehr Profis auch mit dabei. Und dann kann man das so peu à peu auch schaffen. Wenn du Profis dabei sagst, sind es dann quasi Vollzeitsportler, verdienen, also Profis kann man nur sagen, okay, die verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Wie oft trainieren die? Also ist dann auch wirklich die Sportart Lebensmittelpunkt oder wie macht man das im Basketball zumindest fest? Also bei den Profis, die da waren, das waren am Anfang ja 2 Stück, dann wurden noch ein paar nachverpflichtet in der ersten Saison auch gleich, die waren Vollzeitprofis, das heißt, der Lebensunterhalt haben die mit Basketball verdient. Der Rest hat dann nebenbei noch studiert, gearbeitet oder waren noch Schüler damals. Aber die Profis war das ganze Leben Basketball. Okay. Und jetzt von der Regionalliga angefangen zu jetzt Bundesliga, wie muss sich das im Kader denn ändern? Ja, das geht dann ziemlich schnell, dass da der Sprung auf Vollprofis dann umwechselt. Also spätestens bei uns ab der Pro A waren alles Vollprofis. Anders, wenn du da den Anspruch hast aufzusteigen, ist eigentlich schwer anders machbar. Außer dass natürlich Riesentalente mit dabei, die da einfach schon noch die ersten Minuten schnuppern sollen. Aber ich denke mal, das ist, wenn du da wirklich die hohen Ziele dann erreichen willst, ist es dann irgendwann vonnöten, weil andere Mannschaften machen es auch nicht anders in dem Sinne. Parallel aber dazu ist auch ganz wichtig, ist eben bei uns, was bei uns vielleicht auch ein bisschen dann zu langsam ging, ist dann, dass die Organisation zu langsam gewachsen ist. Ich glaube, das ist so ein Riesenschritt auch allgemein. In der Regionalliga sind natürlich noch die Ansprüche und die Regularien ziemlich harmlos. Also das heißt, die Halle ist egal, es langt, wenn da 300, 400 Zuschauer reinpassen. Dann gibt es eben allgemein wenig Regularien drumherum, Infrastruktur und so weiter. Ja. Und dann je höherer Ligazugehörigkeit wachsen natürlich die Regularien deutlich an. Ja, und jetzt in der ersten Bundesliga ist natürlich schon ein ganzer Katalog, den man da abarbeiten muss. Und dementsprechend ist auch dann die Organisation extrem wichtig, dass man die auch mitwachsen lässt. Haben wir jetzt auch zu spüren bekommen, dass es eben bei uns dann zu langsam geht und zu viel auf den Sport konzentriert wurde. Und das ist, denke ich mal, auch noch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Orga und Infrastruktur kommen wir später nochmal drauf. Wie ist im Handball? Wie war so der Werdegang von den Rimparern Wölfen? Wie sind die jetzt in der jetzigen 2. Liga gelandet? Wie war da? Wie viele Profi-Handballer braucht man da? Ich glaube, bei Rimpar ist es eher so, dass da sehr viele aus der Region, sehr viele Jungs aus der Stadt und aus der Umgebung sind. Wie ist es beim Handball? Ja, ich denke, dass es in Profivereinen allgemein sehr ähnlich ist. Also da gibt es verschiedene Erfolgssäulen. Steffen hat es schon angesprochen. Also Organisationsstruktur ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Sportlicher Erfolg steht über allem. Das Gleiche haben wir auch gemerkt. Wir sind in der Organisation auch zu langsam nachgewachsen durch den sportlichen Erfolg. Ich denke, das ist einfach das, weil der Sport immer so im Mittelpunkt ist, wird einfach dann Organisationsstruktur so ein bisschen vernachlässigt. Dann sehe ich auf jeden Fall noch das Thema, also Philosophie oder Konzept, das dahinter stecken muss. Also das ist was, wo man wirklich ganz, ganz arg darauf achten muss, dass das von Anfang an auch passt und stimmig ist und authentisch ist. Und natürlich dann auch die finanzielle Basis, die da gelegt werden muss. Und wenn die Sachen alle gleichzeitig wachsen, dann finde ich noch, ist es so ein Thema, um alle Leute mitzunehmen, braucht man so eine Art Vision, die so diese ganzen, diese 4 Erfolgssäulen in Vereinen, in Vereinsstrukturen unterstreicht, und wenn das dann alles zusammenpasst, dann denke ich, kann man einer guten Zukunft entgegenschauen. Wie ist es denn konkret bei den Wölfen gerade? Also sind das alles Vollprofis oder sind das Semi-Profis? Wie oft trainiert ihr? Also gibt es da für die Leute überhaupt noch was neben dem Handball und wenn sie arbeiten müssen? Also vom Trainingsaufwand sind wir Vollprofis, von dem Zahltag, der am Ende kommt, sind wir absolute Nicht-Profis. Nein, und das ist, denke ich, bei uns eine besondere Situation, weil wir viele einheimische Leute haben. Also wir sind von der 3. in die 2. Liga aufgestiegen mit 13 von 17 Kaderspielern, die in der E-Jugend schon in Rimpar gespielt haben. Also das ist wirklich auch in Deutschland einmalig, und dadurch, dass der Weg in 5 Jahren von der Verbandsliga oder von der Landesliga in die 2. Liga war, war das auch anfangs nicht möglich. Und unsere Spieler, dadurch, dass sie sich mit den Wölfen eben so sehr identifizieren, ist es auch möglich. Wir trainieren aktuell 6 Mal in der Woche. Also wir haben auch jetzt eine Vormittagseinheit seit dem Jahr dazu genommen. Die findet bei uns halt um 8 statt, und da haben wir dann ein Agreement mit den Arbeitgebern, dass sie halt erst um 11 zur Arbeit kommen oder sowas. Aber die Großteil der Spieler arbeitet bei uns Vollzeit, und der Rest sind eben dann Studenten, die noch ein bisschen Zeit haben, ein bisschen Handball zu spielen. Also wenn wir im sportlichen Bereich anfangen, bei den Kickers ist es auch so, die trainieren, glaube ich, derzeit 3 Mal abends, die packen zwar 4 Einheiten rein, das heißt, sie müssen ab und zu ein bisschen länger trainieren, aber das ist halt auch so eine After-Work-Beschäftigung. Und dafür stehen sie verhältnismäßig gut in der Regionalliga da, aber das wäre natürlich dann auch so der erste Schritt, okay, wir müssen die meisten Spieler zu Vollprofis machen. Ein anderer sportlicher Aspekt, der bestimmt mitgewirkt hat beim Aufstieg und auch jetzt in den hohen Ligen, ist der Trainer. Wie spielt der denn eine Rolle beim Aufstieg, und wie wichtig ist denn ein Trainer in so einer hohen Liga? Sehr wichtig. Also nicht nur in der hohen Liga, auch in der Regionalliga schon war der Trainer extrem wichtig. Wir hatten ja da auch dann einige Wechsel, weil es eben teilweise nicht gepasst hat. Ich denke mal, es muss ein Trainer vor allem in den niedrigen Ligen sein, der auch eben mit Jugendlichen gern zusammenarbeitet, die da ein bisschen ambitionierter sind, der weiß, dass das Umfeld noch nicht so professionell ist, der sich aber damit halt abfindet und dann eben die Ziele mitverfolgt. Und dann, ja klar, je höher es geht, desto mehr geht es dann in den sportlichen Bereich, in das Fachwissen rein. Aber ich denke mal, da muss der Trainer so diese ganze Philosophie, die der Verein hat, mittragen und mit nach vorne bringen und auch ja, ganz klar das Ziel mitverfolgen. Also der Trainer ist dann ein ganz extrem wichtiger Punkt bei uns gewesen. Deswegen auch, wie gesagt, leider die vielen Wechseln. Je langfristiger jemand da ist, desto besser ist es natürlich. Aber da haben wir schon auch teilweise deutliche Unterschiede bei den Trainern gemerkt. Und ja, sind jetzt auch zufrieden, dass wir da einen erfahrenen Mann an der Seitenlinie haben. An was könntest du das festmachen, der Unterschied an einem Regionalliga-Coach von damals und dem jetzigen Coach, dem Koch? Ja, letztendlich läuft da noch viel, viel mehr Hintergrundarbeit als damals. Ich meine, jetzt wird jedes Spiel gefilmt. Es gibt, ich weiß nicht, wie viele Softwares wir haben, um die Gegner zu analysieren. Viel mehr Spielvorbereitung. Das heißt, damals war es halt noch so, man hat sich vielleicht mal die Gegner angeguckt oder die Statistiken angesehen. Jetzt ist es halt wirklich so, wir haben 2 Assistant Coaches, die quasi, wenn sie trainingsfrei haben, nichts anderes machen, als einen Scouting Report zu erstellen. Also sprich, welcher Spieler geht über links, welcher über rechts, welcher hat einen besseren Distanzwurf oder welcher zieht eher zum Korb. Also da geht es wirklich in Details rein, und das war damals nicht annähernd so. Natürlich ist die Trainingsleistung auch jetzt eine ganz andere. Also das sind, wie gesagt, vollprofis Spieler, das heißt, wir haben mehrmals am Tag Training, und ja, das läuft einfach auch dieses ganze Drumherum, Auswärtsfahrten ist einfach ein ganzes Stück professioneller als damals. Damals mit einem kleinen Büssle, so ein Auswärtsspieler mit Autos, und jetzt geht es halt mit einem Reisebus hin. Ne? Fast, wir sind so weit noch nicht wie Bayern oder Bamberg, aber... Ja. Fliege nach Bamberg. Bamberg. Ja. Heiß verloren. Okay. Trainersache, wie ist es beim Handball bei euch? Ich meine, ihr spielt jetzt 2. Liga, du selbst hast mal 1. Liga gespielt, du weißt, wie es dann unter einem Erstliga-Coach ist, zu trainieren. Wie wichtig ist der Coach, um so einen Weg zu bereiten in eine höhere Liga, in den Profisport? Ja, Steffen hat es ja schon gesagt, also das ist schon mit einer der wichtigsten Bausteine, der Trainer, weil einfach auch der Trainer dafür verantwortlich ist, die Spieler weiterzuentwickeln. Und ich denke, das ist bei uns in den letzten Jahren ziemlich gut passiert, weil einfach die Spieler, die vor 6 Jahren noch auf Landesliganiveau waren, mittlerweile in der 2. Liga Spiele gewinnen können. Und das ist einfach die Verantwortung von dem Trainer. Und dazu kommt natürlich auch noch dieses ganze Scouting, wie es ja so schön auf Neuhochdeutsch heißt. Diese akribische Spielvorbereitung, die jetzt unser Trainer, der Jens, auch aktuell macht. Also das kann man nicht mehr vergessen. vergleichen vorher. Man hat vorher vielleicht mal ein Video vom letzten Spiel angeguckt, mittlerweile guckt der Jens sich 10 Videos an von den letzten 10 Spielen, schneidet die einzelnen Wurfbilder von den Schützen zusammen, schneidet die einzelnen Handlungen, die sie gerne spielen, also die Spielhandlungen zusammen, sodass man wirklich sehr, sehr gut vorbereitet ist in dem Bereich, und das ist auch was er einfach der Mannschaft abnimmt. Dadurch, dass die Spieler einfach alle Arbeitgeber sind, können die natürlich nicht den Videoaufwand betreiben, und da muss man sagen, geht der Jens schon extrem in eine Vorleistung und bereitet uns das wirklich in kurzer, knapper Form vor, und dann kann man deswegen auch so erfolgreich Handball spielen. Hat er auch einen Assistenten? Oder? Ja. 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 Daniel, du hast vorhin einen ganz wichtigen Punkt genannt. So ein ganzes Projekt muss ein Konzept haben, und das Konzept soll möglichst die Region, die Zuschauer, Fans etc. mitnehmen. Wie wichtig ist es dann? Bei euch ist es anscheinend ja die Regel, dass sehr viele aus der eigenen Region mit im Team sind. Wie wichtig ist, dass man das von den niedrigen Ligen in die hohen Ligen wirklich so ein paar, ich nenne es mal Testimonials, also wirklich so Leute aus der Nachbarschaft mitnimmt, und wie schafft man es vor allem? Man kann es jetzt nicht nur als Maskottchen mitnehmen, sondern die müssen ja auch sportlich mitziehen können. Wie schafft man das? Ja, ist natürlich muss das Talent erstmal da sein, dass du so Spieler hast, ja, also in der Jugend. Das fängt natürlich schon mit dem kompletten Jugendkonzept an, also dass man es von unten herauf aufbaut, und natürlich je höher die Liga ist, ist es natürlich immer schwieriger, den Anteil der Einheimischen relativ hoch zu halten, weil man einfach auch an die Grenzen stößt. Man hat nicht jedes Jahr so goldene Jahrgänge und muss daher halt einfach auch ein bisschen selektieren. Da muss man auch von der externen Kommunikation einfach ein bisschen drauf achten, dass man das den Leuten auch ein bisschen klar macht, dass es nicht mehr nur 100% Einheimische sein können, wenn sie dann dieses Bundesliga-Niveau, sei es erste oder zweite Liga oder dritte Liga im Fußball, wenn sie das haben wollen, dann muss man auch das akzeptieren können, dass einfach von extern ergänzt wird. Ja? Und wichtig ist es trotzdem halt, dass man einfach ein paar einheimische Leute dabei hat, und da ist eben die Grundlage, also die Basis, wirklich an der Basis zu arbeiten, extrem wichtig. Beim Basketball, du hast es vorhin auch angesprochen, da waren diese alten jungen Würzburger Basketball dabei, du warst selbst dabei, ein Henne war bis zur letzten Saison dabei. Wie war das bei euch? Also wie wichtig ist es für euch, dass man die Fans über diese einheimischen Spieler mitnimmt? Also extrem wichtig, also man brauchte Identifikationsfiguren. Der Henne war sicherlich ein Punkt, das war ja auch Publikumsliebling, jetzt der Maxi Kleber, der noch mit dabei ist. Man merkt ja auch beim Einlauf oder an sich, dass bei Maxi noch ein bisschen mehr gejubelt wird als bei den anderen Profis. Es ist einfach schön, dann Würzburger oder Würzburger allgemein mit dabei zu haben. Deswegen ist ja auch unser Ziel, wieder Würzburger nachzuholen und die dann an den Profibereich ranzuführen. Da haben wir jetzt mit dem Max Uhrer, den Konstantin Ebert 2 Stück, die den Sprung schaffen können. Das wollen wir unbedingt auch packen, weil das ist schon, glaube ich, auch fürs Publikum wichtig, für unsere Philosophie auch wichtig, dass man einfach ein paar Einheimische mit dabei hat, die da auch über mehrere Jahre bei uns spielen können, also ganz klar. Ja, ich glaube auch, mein Fußball und Handball, das sind, glaube ich, so eher deutsche Sportarten. Basketball ist sehr amerikanisch. Natürlich die Ausbildung von Schülern und College-Spielern in Amerika ist eine ganz andere. Deswegen ist klar, dass da viel von drüben, aber auch aus den osteuropäischen Ländern in diese Liga strömt. Vielleicht andere Bedingungen, aber trotzdem, da gebe ich dir recht, es ist wichtig, dass man so ein Paar dabei. Ich meine, es gibt andere Vereine in der Bundesliga, die haben gar niemanden aus der Region. Richtig. Was ich auch sehr gut finde, dieses Farmteam-Konzept, dass man aus den umliegenden Basketballvereinen einfach Nachwuchs-Basketballspieler auf höherem Niveau spielen lässt und dann eben von da, ich sagte das Wort Farmteam, eben den Sprung in die Profiteams zu ermöglichen. Das finde ich sehr gut. Sportlicher Bereich, ich glaube, das ist das Offensichtlichste. Da sind die Kickers im Projekt sicherlich auf einem guten Weg. Sie haben jetzt einen Bernd Hollerbach als Trainer verpflichtet und der Maßgabe, dass am 30.04. eben diese Sponsorengelder zusammen sind. Der wird sicherlich sich auch die Strukturen anschauen, was er noch braucht, wen braucht er als Assistant Coach, wo braucht er Unterstützung, was sollen die Vorgaben und Begebenheiten einfach sein. Infrastruktur ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema, sprich Main-Dallenberg, das Stadion, Flyeralarm-Arena, im Vergleich zu dem, was wir in der Zellerau haben, das ist schon okay, glaube ich, aber auch da muss eine Professionalisierung einkehren. Es gibt auch Maßgaben in der dritten Liga, da spielt was mit Flutlicht eine Rolle, die Mindestplätze mit 10.000 haben wir, also 11.000 waren beim BVB-Spiel da, aber das sind so die offensichtlichen Dinge. Du kennst es, in der Regionalliga, glaube ich, noch teilweise in der TGW-Halle gespielt, was muss da von der Sportstätte passieren, gar nicht mal jetzt nicht nur mehr Plätze oder so aufbauen oder mehr Sitzplätze oder eine VIP-Area, sondern auch organisatorisch, also Leute von Security, das machen ja im Verein eigentlich immer so die Ehrenamtlichen, aber was muss da zum Spieltag zum Beispiel passieren? Ja, da muss leider bei uns eine ganze Menge passieren, weil eben die Halle nicht so viel hergibt. Das geht natürlich los erstmal beim Auf- und Abbau. Wir sind ja verpflichtet, auf einem Parkettboden zu spielen, der muss jedes Mal aufgebaut werden, das ist eine ziemlich lange Geschichte, genauso die Tribünen. Bei unserer Mindestkapazität ist ja 3000 Zuschauer, wir schaffen es jetzt 3041 Zuschauer in die s.Oliver Arena zu bringen, aber das ist jedes Mal ein großer Act, der da zu managen ist. Das ist ja genauso, muss man auf die Fluchtwege achten, dass da feuertechnisch alles stimmt. Das sind so die Kleinigkeiten. Natürlich kommen noch die Anforderungen der Liga, Umkleideräume, wie viel Duschen, Toiletten, Dopingräume, was es da alles geben muss, Presseraum, VIP-Raum mit genügend Sitz- und Stehplätzen. Also da kommt eine ganze Menge mit dazu, was wir da haben muss. Eben auch die LED-Banden, die mittlerweile bei uns Pflicht sind. Das heißt, diese rote Button oder stehende Button sind gar nicht mehr zulässig. Und das macht das Ganze dann eben, hat es Jahr für Jahr ein bisschen schwieriger gemacht. Beim europäischen Wettbewerb, in dem wir schon mal spielen durften, ist da nochmal eine Nummer anstrengender. Da durften wir jetzt erst das erste Jahr mal die Erfahrungen sammeln. Also es ist immer schon ein Akt, der sich wirklich Jahr für Jahr deutlich gesteigert hat und den man dann auch erstmal bewältigen muss. Was ihr auch seit dieser Saison habt, ist ein Livestream. Also im Basketball, im Handball wahrscheinlich ähnlich, beklagt man sich immer mal fehlende Fernsehzeiten zur gleichen Zeit. Jetzt haben die Vereine oder teilweise auch die Liga das selbst in die Hand genommen und sagen, okay, durch das Internet, wir können selber produzieren. Was für eine Bedeutung hat diese Neuerung für den Verein? Für uns ist es sehr große. Erstens ist es schön, dass die Zuschauer, die nicht in die Halle kommen, auch das Spiel sehen können. Genauso, was es auch das interessant für die Vermarktung macht. Wenn jetzt bei uns Alba Berlin spielt, werden viele Berliner auch den Livestream einschalten, weil sie eben ihre Mannschaft unterstützen wollen und sehen wollen, was natürlich für uns auch eine Aufwertung der gesamten Werbeflächen in der Halle ist. Also ich glaube, es macht einen Unterschied, wenn 3041 Zuschauer das Spiel sehen oder eben dann 10.000, 15.000 Zuschauer das Spiel sehen können. Und das ist einfach für uns eine angenehme Sache, die wir wieder den Fans als Service bieten können, einfach das Spiel auch, wenn es mal wegen Urlaub oder Krankheit nicht in der Halle sein können, einfach das Spiel mitzuverfolgen. In Rimpar ist die Halle auch ein Thema. Wenn ihr in Rimpar selbst spielt, seid ihr in so einer Dreifach-Sporthalle, kennt man als Schulhalle vielleicht. Jetzt habt ihr seit letzter Saison einige Spiele, dann die Top-Spiele, und wenn die Halle eben in Würzburg frei ist, seid ihr auch in der s.Oliver Arena. Welche Rolle spielt da die Infrastruktur? Bei euch ist es so, ihr kriegt die s.Oliver Arena nicht immer ganz ausverkauft. In Rimpar seid ihr meistens proppenvoll. Also die Infrastruktur, wie spielt es bei euch an Spieltagen eine Rolle? Ja, ist natürlich auch ein unterschiedlicher Aufwand, den man sehen muss. Also wenn wir, dadurch, dass wir unser Catering auch alles durch Ehrenamtler stemmen, ist es natürlich so, dass praktisch auch alle Getränke, Essen und so weiter von Rimpar nach Würzburg gekarrt werden muss. Auf der anderen Seite haben wir natürlich da die Möglichkeit, vor über 2000 Zuschauern zu spielen oder wie gegen Neuhausen vor knapp 3000 schon, und das ist natürlich auch eine schöne Sache für uns. Auf der anderen Seite hat unsere Halle in Rimpar eben auch einen Charme, weil sie einfach immer voll ist, weil da einfach extrem viel Druck ausgeübt werden kann auf den Gegner und so weiter, und von daher ist es schön, jetzt einfach Würzburg auch die Möglichkeit zu geben. Also wir sehen das auch so ein bisschen als eine regionale Verantwortung, die wir haben als Sportverein, eine gesellschaftliche Verantwortung, mehr Leuten die Möglichkeit zu geben, Bundesliga-Handball zu sehen, und von daher werden wir die Top-Spiele wie jetzt im März gegen Essen oder im Mai gegen Großwaldstadt einfach auch da in der s.Oliver Arena austragen. Ihr hattet am Anfang des Jahres das Handy Games Charity Game. Ich war selbst dort, was ich sehr beeindruckend fand, dass sich sehr viele VIP-Tickets, also VIP hört sich so hochgestochen an, aber das war einfach ein 50-Euro-Ticket, da war dann über den ganzen Tag ein bisschen Catering dabei, das gab auch sehr viele normale Leute, es waren jetzt nicht nur Geschäftsleute da, die einfach für den guten Zweck das machen wollten, aber da hat man schon in diesem Raum gemerkt, da ist so eine kleine Handball-Community da. Wie wichtig ist das? Auf der einen Seite so, um dieses Zusammengehörigkeitsgefühl zu schmieden, aber auch natürlich, um Business zu machen, dass man so einen Bereich hat, wo genetzwerkt kann, wo man sich trifft. Ja, das ist natürlich extrem wichtig. Also der Fußball hat es ja schon seit Jahren vorgelebt, und die Basketballer und die Handballer haben da ja so ein bisschen nachgezogen. Dieser VIP-Raum ist einfach einen großen Mehrwert, den man den Partnern und den Sponsoren bieten kann, weil da einfach sehr viel genetzwerkt kann, sehr viel Gespräche, die auch mal neben dem Handball dann weitergeführt werden können, Kontakte geknüpft werden können. Von daher hat es natürlich einen hohen Mehrwert. Ja. Könnt ihr das irgendwie messen, was so ein VIP-Raum bringt, mal abgesehen davon, dass man da hochpreisige Tickets verkaufen kann? Klar, Basketball ist ein emotionales Thema, man hat immer sofort ein Gespräch in der Halbzeit oder nach dem Spiel, wie war das Spiel, gut, schlecht etc. Aber gibt es noch so einen anderen Aspekt, wo man sagt, okay, so ein VIP-Raum ist unverzichtbar, jetzt mal abgesehen von der Einnahmequelle? Also definitiv. Also das fängt ja im VIP-Raum an und fängt mit weiteren Aktionen, geht es dann weiter. Also da geht es wirklich um den Netzwerkgedanke. Wir sehen es, merken es uns selber, wir haben mit einem VIP-Raum angefangen. Mittlerweile haben wir 2 VIP-Räume, weil einfach die Kapazitäten zu klein sind und könnten wahrscheinlich noch mehr VIP-Tickets auch verkaufen, weil das Interesse einfach dieser Community auch sehr groß ist. Also man trifft sich einfach alle 2 Wochen mindestens, kann sich einfach mal in einer angenehmen Atmosphäre unterhalten, nicht immer im Büro, sondern einfach bei einem Bier. Man kann sich über Sport unterhalten, was immer ein interessantes Thema ist, und aber kann gleichzeitig vielleicht auch mal über das eine oder andere Geschäftliche sprechen bzw. Termine ausmachen, und man sieht sich einfach mal in ungezogener Atmosphäre. Und dementsprechend versuchen wir es auch wieder weiterzuführen bei Partnertreffen, wo sich einfach die Sponsoren auf regelmäßiger Basis treffen können. Wo man so einfach in Kontakt bleibt, weil mit Leuten, die man kennt oder wo man einfach mal auch Gesichter sieht, ist es immer einfacher und angenehmer zu arbeiten, als wenn man sie nur vom Telefon oder per E-Mail eben kennt. Das ist also immer eine schöne, ungezwungene Atmosphäre, und es baut sich langsam aber sicher wirklich so eine schon größere Community auf. Und das ist, glaube ich, also ein ganz, ganz wichtiger Bereich bei uns beim Basketball. Thema Zuschauer. Ihr habt jetzt nicht so das Problem, die Halle voll zu machen. Bei euch, wenn ihr in Würzburg seid, habt ihr noch ein bisschen Platz nach oben. Welche Konzepte könnten denn greifen, um Leute vielleicht auch das erste Mal in eine Halle zu führen? Ja? Bei den Baskets, da ist es so über die Jahre und mit dem Erfolg gewachsen. Da wollte jeder zumindest mal hin, dann waren sie einmal da, dann war die Stimmung gut, hat Spaß gemacht, dann komme ich immer wieder. Als ihr das erste Mal in der s.Oliver Arena wart, dann habt ihr so einen kleinen Rekordversuch gestartet, dann war da so die Motivation, ich gehe mal hin und mache da mit. Habt ihr irgendwelche Tipps? Ich meine, die Kickers, die haben sehr viel Platz, die wollen jetzt auch anfangen, immer mehr Leute zu begeistern, auch mal ins Stadion zu gehen. Was könnte da funktionieren? Ja, das ist natürlich immer so eine Art Community, die sich auch einfach über die Jahre aufbauen kann. Deswegen finde ich die Aktion einfach auch sehr gut durchdacht. Also das 3x3-Thema einfach um die ganze Region mit einzubeziehen, weil allein mit Würzburgern wird man keine 11.000 Leute regelmäßig ins Stadion locken. Und von daher ist es einfach wichtig, dass sich einfach die ganze Region mit den Kickers praktisch dann identifiziert und sagt, okay, das ist unser Verein aus der Region, so wie es eben die Baskets oder teilweise auch schon wir sind. Und ich denke, man muss dem ganzen Thema auch so ein bisschen den Sport aufwerten. Also das ist mir auch ganz wichtig, dass einfach diese 3 Hauptsportarten oder Hauptmannschaftssportarten, die es jetzt so gibt, sage ich jetzt mal in Deutschland, 3 professionelle Sportvereine in dieser Stadt Würzburg zu haben. Also das kann man sonst nur in Metropolen finden. Ja? Und von daher ist es einfach eine schöne Motivation, sowohl für die Zuschauer wie auch für die Sponsoren, wie auch für die ganzen Würzburger an sich, sowas aufzubauen jetzt über die nächsten Jahre, und daher lohnt es sich dann eben auch ins Stadion zu gehen. Jetzt sprichst du einen sehr interessanten Punkt an. Viele oder einige könnten ja befürchten, jetzt wo König Fußball nach Würzburg wieder zurückkehren soll, dass vielleicht die beiden anderen großen Sportarten Handball und Basketball eventuell darunter leiden könnten. Gut, wir haben 120.000 Einwohner hier mit dem Main-Franken-Umland 250, das ist genug Platz, aber könnt ihr diese Befürchtung teilen, dass die Leute sagen, okay, ich gehe jetzt doch nicht mehr zum Handball, ich gehe lieber zum Fußball, mal abgesehen davon, dass wahrscheinlich die Spielzeiten komplett unterschiedlich sein werden, aber könntest du so eine Befürchtung teilen? Eigentlich nicht. Also wie gesagt, mich haben schon viele darauf angesprochen, ob das jetzt nicht eine große Konkurrenz wäre jetzt für uns oder auch eben für den Basketball, aber ich sehe das einfach hier allgemein nicht so, weil ich glaube, dass das Thema Sportsponsoring im Allgemeinen einfach auch aufwertet. Ja? Also durch so eine Aktion, durch so eine Guerilla-Marketing-Aktion werden die Leute auch darauf aufmerksam, die Unternehmen werden aufmerksam, dass eben Sportsponsoring ein wahnsinnig interessantes Thema ist. Ne? Die große Schwierigkeit, das Steffen wird das wahrscheinlich bestätigen, ist einfach das Thema Messbarkeit. Ne? Also man hat keinen direkten Gegenwert, den man Partner erstmal geben kann. Also es ist schwer messbar, welchen Mehrwert man jetzt seinem Partner gibt. Ja? Und durch so eine Guerilla-Marketing-Aktion, denke ich, sieht man einfach, dass das ein wahnsinnig hoher Image-Transfer ist, wenn man sich mit einem Club identifiziert oder mit allen 3 Clubs. Es gibt ja auch schon Unternehmen, die alle 3 Clubs praktisch supporten, und von daher sieht man einfach, dass da sich was bewegt, ja, dass Würzburg lebt, dass Würzburg auch Interesse hat an so einem Thema Sport, und von daher sehe ich, wenn man jetzt das ein bisschen mittelfristiger denkt, einfach auch ein hohes Potenzial, das aktuell vielleicht noch schlummert, das man aber dadurch wecken kann. Würzburg ist eine Basketballstadt. Das wird wahrscheinlich auch immer die Nummer 1 Sportart hier bleiben. Natürlich auch mit der Kinderstadt Nowitzki ein sehr guter Testimonial. Hast du da Befürchtungen, dass jetzt dadurch, dass der Fußball mehr nach Würzburg kommen soll, dass es da irgendwie eine Konkurrenz gibt oder ist es sogar eine Chance, dass man miteinander so eine Sportstadt wie Würzburg nach vorne bringt? Also ich sehe das auch weniger als Konkurrenz. Klar, Würzburg ist schon so eine Art Basketballstadt eben durch noch Nowitzkis Zeiten. Das war immer so der hochklassige Sport in Würzburg. Ich finde es aber trotzdem schön, dass es auch die Möglichkeit gibt, mal andere Sportarten eben zu sehen wie Handball oder Fußball. Also es ist ja nicht so, dass ich nur Basketball interessiert bin. Mich interessieren natürlich auch alle anderen Sportarten und ich gehe auch immer gern zu anderen Sportevents hin und informiere mich da und das ist natürlich am liebsten in Würzburg. Deswegen glaube ich, ist es mehr eine Chance, da auch wieder was gemeinsam aufzubauen, weil die Community sich bei uns trifft es ja genauso auch bei den anderen Sportarten. Und da kann man, glaube ich, mehr auch gemeinsam bewegen, als jetzt da, dass jeder sein Ding macht. Es ist ja nicht so, dass wir uns auch gegenseitig da gucken, wie können wir den anderen ausstechen oder was können wir besser machen, sondern ich glaube, es geht mehr in die Richtung, wie kann man sich gegenseitig helfen, was haben die für Ideen. Unsere Marketingleute treffen sich, sage ich mal, regelmäßig und werden sich, glaube ich, immer noch regelmäßiger treffen, einfach auch Ideen auszutauschen, weil es da, glaube ich, einfach viel gibt, was alle voneinander lernen können. Deswegen sehe ich das weniger als Konkurrenz, sondern mehr als belebenden Wettbewerb. Und letzten Endes, ich meine, die 3x3-Aktion, das heißt jetzt nicht hier nur, die Kickers möchten in dritte Liga, sondern dritte Liga zurück nach Würzburg. Also genau. Schon soll was für die Region sein. Dass jetzt die Kickers geworden sind, das sind halt nun mal die Umstände. Ich glaube, wenn das mit einem anderen Verein gemacht worden wäre, wäre das genauso unterstützen werden, genauso gut für die Region. Du hast auch kurz eingehakt, organisatorisch, dass man sich unterstützt. Ihr habt es am eigenen Leib erfahren, du hast vorhin auch schon mal gesagt, sportlich. Kann man es schaffen, in kurzer Zeit professionell zu werden, aber organisatorisch bleibt ab und zu auf der Strecke. Ihr habt es erlebt, so, was sind deine Tipps, worauf man wirklich achten sollte und bei allem sportlichen Erfolg und auch dem Fokus auf den Sport, dass man das auf keinen Fall aus den Augen verliert? Ja, man darf sich aus den Augen verlieren, weil es einfach genauso wichtig ist wie der sportliche Bereich. Also da gibt es ganz viel Ideen, die kommen müssen. Ich meine, die Kickers haben jetzt ein großes Stadion zu füllen, also ich finde, bei uns ist es immer so, wir haben den Vorteil, es ist eine kleine Halle, klar, aber wir versuchen auch nur ein gewisses Event da auf die Beine zu stellen, einfach ein bisschen Show, dass es neben dem Sport auch andere Sachen zu sehen gibt. Also ich behaupte mal zu sagen, dass mehr als die Hälfte unserer Fans keine Basketballphilosophen sind. Aber ich glaube, die gehen auch einfach rein, um eine Lichtshow zu sehen, um eine Tanzgruppe zu sehen oder einfach da ein bisschen die Stimmung mit zu erleben. Und ich glaube, da muss eben vom Hintergrund von den Kickers irgendwas auf die Beine gestellt werden, was es eben auch interessant macht, für Nicht-Fußballer hinzukommen, sondern einfach die was erleben wollen. Und da braucht es eben Marketing, eine Marketingabteilung oder Marketingmenschen, der sich darum kümmert. Klar, die Presse, es muss einfach öffentlich wirksam viel gemacht werden, dass es einfach in aller Munde ist. Es muss ständig präsent sein. Das versuchen wir ja auch, wenn der Straßenbahn durch die Stadt fährt, dass man einfach wieder das Logo die ganze Zeit sieht, sondern die Baskets die ganze Zeit sieht. Ich denke, wir wollen jetzt so eine Kooperation mit der Uni einfach noch größer ausbauen. Ich meine, wir haben hier viel Publikum von außerhalb, was noch nie wahrscheinlich hier was von Fußball, Basketball oder Handball eben gehört hat, beziehungsweise in Würzburg nichts davon gehört hat. Und die wollen wir einfach, ist ein neues Publikum, was man gewinnen kann. Das können die Handballer und die Fußballer genauso machen, aber da kann man, finde ich, viel gemeinsam machen, weil ich glaube, viele Studenten fragen sich auch, was kann man am Wochenende noch machen, außer abends dann weggehen und ein bisschen feiern. Ich glaube, da gibt es durch die Möglichkeiten eben viel anderes, was so ein Student oder auch einfach normale Leute erleben können. Wenn du jetzt vor 2 Jahren gewusst hättest, wo du heute stehst und jetzt nochmal 2 Jahre zurückgehen könntest, um ein paar Sachen anders zu machen, auf die Organisation bezogen, was wären 2, 3 Sachen, die du auf jeden Fall am Tag 1 deines Jobs gemacht hättest? Also da ist eben genau das Spiel, ich hätte definitiv mehr ins Büro investiert, als wir vielleicht in den Sport investiert hätten. Klar, der sportliche Erfolg ist eben wichtig für die Fans und für die Zuschauer und der sportliche Erfolg hat uns wahrscheinlich auch ein bisschen überrannt mit dem 4. Platz in der ersten Bundesliga-Saison. Das war einfach ein Riesenerfolg. Klar, der Hype wurde dadurch riesengroß, aber dadurch kam eben der europäische Wettbewerb. Das Büro ist eigentlich von der Anzahl der Mitarbeiter gleich geblieben. Man musste das alles bewältigen. Das war eigentlich so gut wie unmöglich. Also ich hätte da definitiv mehr ins Büro investiert, als wir es damals gemacht hatten. Definitiv. Sprich, Büro, mehr Personal für die verschiedenen Bereiche, genau. Von Ticketing, Marketing, Presse etc. Buchhaltung, auf jeden Fall Controlling in die Richtung. Da ist einfach bei uns zu viel liegen geblieben. Das war noch einfach zu unprofessionell. Ja. Da hat jeder Mitarbeiter sein Bestes gegeben, ganz klar, aber es war einfach von den Kapazitäten nicht zu schaffen. Ja. Und ich glaube, da hätte man sich einfach professionell aufstellen müssen. Also der Sprung von einem Verein raus vielleicht in ein Unternehmertum. Absolut. Also wirklich wie ein Unternehmen führen auf die Zahlen hat. Absolut. Vereinsstrukturen zu professionellen Strukturen. Jetzt Steffen hat gemeint, ja, er würde mehr Leute einstellen. Jetzt braucht man natürlich immer dafür ein Budget. Wie ist es in Rimpar? Wie organisiert ihr eure Strukturen? Habt ihr noch sehr viele ehrenamtliche Mitarbeiter, habt ihr hauptamtliche Mitarbeiter, du machst die Geschäftsführung, aber du hast auch noch einen normalen Job, plus du trainierst noch, zumindest diese Saison. Wie läuft das im Handball? Ja, ich denke, die Sportarten sind auf jeden Fall vergleichbar. Also wir müssen jetzt auch schon schauen, dass wir das Ganze auf professionelle Beine stellen. Im Bereich der Organisationsstruktur natürlich müssen wir uns da weiterentwickeln, brauchen irgendwann einen hauptamtlichen Geschäftsführer. Das ist aktuell noch nicht der Fall. Ich mache das im Moment hobbymäßig. Mein Vater hat es ja die ganze Zeit aufgebaut. Da muss man sagen, das ist schon mal gut. Also haben wir schon mal die kaufmännische Instanz abgedeckt. Wir treffen uns alle ein, zwei Monate, machen eine rollierende Planung. Ich habe auch Controlling studiert, von daher sind wir da, denke ich, schon mal auf einem guten, soliden Weg. Aber natürlich ist das, was anfällt an Jobs, die man tun muss, aktuell auch nicht handelbar. Also von daher ist es halt einfach so, dass man sich ein bisschen länger ins Büro setzen muss, dass man nach dem Training vielleicht auch nochmal ins Büro geht, so Geschichten macht, an seinem anderen Job, mit dem man Geld verdient, auch noch ein bisschen nachgeht. Aber da müssen wir uns natürlich jetzt auch in diese Richtung entwickeln und immer mehr Leute aufbauen, sage ich mal, die vielleicht auch aus dem eigenen Verein auch kommen, weil die sich mit dem Projekt auch identifizieren, mit der Vorstellung identifizieren, mit der Philosophie identifizieren, die wir haben. Und wir sind da schon auf einem guten Weg. Wir haben jetzt einen Werkstudenten praktisch fürs Ticketing eingestellt. Wir haben einen FSJler, der viel in der Organisationsstruktur macht. Wir haben noch einen Abteilungsleiter. Die machen das auch alle praktisch ehrenamtlich oder nur einen Tag die Woche oder sowas. Aber so fangen wir schon mal die groben Themen ab. Und dann geht es halt einfach darum, klare Verantwortlichkeiten auch zu teilen und die Mitarbeiter eben auch so zu führen oder so heranzubringen, dass sie einfach auch motiviert an die Arbeit gehen. Wenn du sowas hörst, hobbymäßig ehrenamtlich und weißt, dass weiter was professionell strukturiert ist, was sagst du ihm dann? Ja, letztendlich macht er nichts anderes, als es wir damals auch gemacht haben, beziehungsweise der Jochen Bär und der Klaus Holberger damals gemacht haben. Die waren auch, sind beide Geschäftsführer in einem anderen Betrieb, haben das beide hobbymäßig auf die Beine gestellt und irgendwann kommt eben der Punkt, wo es einfach nicht mehr machbar ist und wo du Vollzeitler brauchst. Und ich glaube, da ist der Ansatz schon der ganz richtige. Nur den Zeitpunkt darf man nicht verschlafen, wo dann wirklich ein Schalter komplett umlegt. Absolut, und sagt, weil also ich finde ganz wirklich klar, wenn jeder nebenbei ein bisschen was macht und auch sein Knowledge mit reinbringt. Nur irgendwann hast du halt so viel Tagesgeschäft und gar nicht frei zu denken, um mal neue Sponsorkonzepte, um mal wirklich frei zu denken, um sich mal aufzumalen, wie soll die Struktur passen, wie viele Leute brauche ich eigentlich, wenn jeder so mit dem Tagesgeschäft und sich mit der Liga rumschlagen muss, da vereinnahmt ist. Dann ist es auf einmal so wie bei euch, so hey, jetzt spielen wir seit 3 Jahren in der ersten Liga und auf einmal merken, okay, wir müssen ja noch so viel nachholen. Also da als Tipp. Ja. Und natürlich macht schon. Deswegen sind wir in regen Austausch. Ja. Nee, und ich glaube, das ist auch für die Kickers ganz wichtig, dass die natürlich jetzt mit einem neuen Coach und der wird sicherlich auch 1, 2 neue Spiele dazu holen, aber auch da man sich Gedanken macht, die Geschäftsstelle, die Geschäftsführung so aufzustellen, dass die wichtigsten Bereiche starten und dann eben mit dem sportlichen Erfolg und dem Aufstieg dann, unbedingt, sofern er denn da kommen mag, mitwächst. Okay, am Samstag ist das Rückrundenspiel gegen die zweite Mannschaft vom FC Augsburg. Ihr habt ein Spiel selbst, deswegen wirst du vielleicht keine Zeit haben, aber was würdest du deinen Freunden, Bekannten sagen, warum sie am Samstag ins Stadion gehen sollten? Ja, also ich bin mal gespannt. Also durch die Aktion, denke ich, ist es einfach haben die Kickers jetzt auch eine hohe Aufmerksamkeit bekommen. Und dadurch, dass die Aktion jetzt gerade aktuell noch läuft, denke ich, ist wahnsinnig viel Interesse geschürt, dass die Leute zum Fußball gehen am Samstag. Das Wetter wird schön. Ich denke, wie gesagt, der Sport ist auch schon hochklassiger, also in der Regionalliga, das habe ich auch schon gesehen, wird ein schöner Fußball gespielt und von daher kann man die Sonne genießen und einen schönen Kick sehen und von daher würde ich das jedem empfehlen, dahin zu gehen. Du oder bist du in Ulm am Samstag? Ich werde zwar nach Ulm gehen, aber ich werde vorher definitiv auch mal bei den Kickers vorbeischauen, also die Zeit nehme ich mir. Ich werde auch hoffentlich bei schönem Wetter ein Spiel genießen können und natürlich auch einen Heimsieg genießen können. Also wechselst dich ein, ne? Du hast ja vorne an der Torwand mal 2 Dinger und du hast auch einen reingeballert, Vollspann, ne? Mit Außenriss dran. Ja, Außenriss dran. Also ich stehe für Vertragsverhandlungen bereit. Steffen, vielen Dank für die Zeit, Daniel und euch für die Saison noch viel Erfolg und wir sehen uns dann im Kickerstadion.